In diesem Video möchte ich über die Zukunft von Battlefront 2 reden. Was erwartet uns in den nächsten Updates und welche Gerüchte gibt es über potenziellen Content? Fangen wir mal mit dem Inhalt an, der definitiv kommen wird. Am 27. Februar kommt das Der Auserwählte Update, welches Anakin Skywalker als Gegenstück zu Count Dooku einen zusätzlichen Anakin-Skin und große Veränderungen für die Klonkrieger-Skins beinhaltet. Zunächst einmal erhalten wir zwei neue Klonlegionen, nämlich die 501. und die Coruscant-Wache. Die normale weiße Rüstung wird nun zum neuen Standard-Skin der Klone, während die vorherigen Standard-Skins für manche Planeten, zum Beispiel Naboo oder Kashyyyk, nur neue kostenlose Klonlegionen bilden werden. Des Weiteren werden die Phase 1 und 2 Skins map-unabhängig, sodass ihr sie jederzeit benutzen könnt. Aus diesem Grund werden alle Legionen auch für die Phase 1 Skins erhältlich sein. Die Offiziersklasse, die bis jetzt nur eine Navy-Uniform als Skin hatte, bekommt mit dem Update nun auch Rüstungsskins aller Legionen. Und zuletzt wurden alle Skins überarbeitet, damit sie wie die Originalvorlage aussehen. Dabei unterscheiden sich die verschiedenen Klassen nicht nur durch ihre Ausstattung, so hat die Angriffsklasse die normale Ausrüstung, die schwere Klasse so etwas wie einen Sichtschutz, der Offizier hat eine Antenne und der Spezialist ein Visier, sondern auch durch unterschiedliche Markierungen, wobei die grundlegende Markierung der jeweiligen Legion natürlich identisch ist, damit sie einer und der gleichen Legion zugeteilt werden können. Bereits erworbene Skins werden ausgetauscht, indem ihr sie automatisch via Ingame-Crates erhaltet und jeder Spieler erhält eine der auserwählte Crate, in welcher die Phase 1 und 2 Skins für die 41. Ranger Platoon Legion, welche dem Kashyyyk-Skin entsprechen, alle vier Phase 1 Skins für die 41., 91., 104., 212. und 327. Legion und 60.000 Credits enthalten sind. Mit dem Update erhält auch endlich Obi-Wan Kenobi seine Originalsynchronstimme von Philip Moog aus den Star Wars Filmen und der Clone Wars Serie, genauso wie Anakin seine Originalsynchronstimme bekommt. Außerdem bekommen wir noch ein Emote-Rad, mit dem wir zwischen 8 verschiedenen Emotes wählen können, anstatt wie bisher nur 2. Ursprünglich sollten wir in diesem Update auch noch einen neuen, bis jetzt namenslosen Modus bekommen, in welchem man um Kontrollpunkte kämpft und Großkampfschiffe zerstören muss, was sich sehr stark nach Eroberung anhört. Dieser aber wurde nach März verschoben, damit im neuen Modus noch 2 neue Verstärkungseinheiten erscheinen sollen. Welche diese sind, wurde nicht verraten, nur dass sie für die Klonkrieg-Ära sind, was sich natürlich auch daraus erschließt, dass der neue Modus auch erstmal nur auf Klonkrieg-Maps zu spielen ist. Und dass es nicht der Klonkrieger mit dem Schlagstock ist, wie wir in dem Geonosis-Trailer gesehen haben, wurde auch bestätigt. Des Weiteren wird es im März noch ein paar Verbesserungen für den Lichtschwertkampf geben. So soll zum einen der Rückstoß entfernt werden, der entsteht, wenn man angreift, während der Gegner blockt, sodass sich die Kämpfe flüssiger und realistischer spielen lassen sollen. Und zum anderen wird das Angreifen ohne Ausdauer nicht mehr möglich sein. Bis jetzt ist es ja nur so, dass man ohne Ausdauer zwar noch angreifen, aber nicht mehr blocken kann. Auf der einen Seite finde ich die Veränderung gut, wenn man so taktischer spielen muss und die verschiedenen Ausdauer- und Regenerationszeiten einzelner Helden mehr Bedeutung bekommen und es die Lichtschwerthelden auch gegenüber den Blasterhelden schwächer macht. Auf der anderen Seite macht es Lichtschwerthelden dann auch gegenüber normaler Infanterie in galaktischer Angriff schwächer. Es bleibt also abzuwarten, wie es sich lästig spielt. Weiteres als das, was nicht auch letztes Jahr auf der E3 vorgestellt wurde, wurde bis jetzt nicht bestätigt. Dennoch versprach man weiteren Support nach dem Anakin-Update bzw. nach dem Update mit dem neuen Spielmodus. Zwar wurde zum Beispiel über einen Helden vs. Schurken-Modus mit Gefechteigenschaften, also eigentlich sowas wie den Heldengefechtsmodus, den wir nie für Battlefront 1 bekommen haben, geredet, aber dieser schien auch sehr unausgeglichen, vor allem mit Anakin. Dennoch heißt das nicht, dass dieser Modus nicht erscheinen wird. Zudem ist vor ein paar Tagen ein Artikel von Joel Sarkisson, einem Entwickler von DICE, erschienen. Darin beschreibt er die verschiedenen Prozesse und Abläufe zur Erstellung von Maps und Strukturen. Ich empfehle jedem, der sich für die Entwicklung von Spielen interessiert, sich den Artikel mal durchzulesen, weil er wirklich einen interessanten Einblick gewährt und auch ein paar Tipps für die Branche bereithält. Jedenfalls bestätigt er in dem Artikel, dass das Battlefront 2 Team nun wieder vollzählig ist, nachdem sehr viele vorübergehend für Battlefield 5 arbeiten mussten und dass sie deshalb wieder in voller Produktion für neuen Inhalt sind. Fraglich ist dabei nun, ob er nun neuen unbestätigten Inhalt meint oder sich auf den neuen Modus bezieht, da er zum Schluss bekannt gibt, dass sie derzeit hart an den Großkampfschiffen am Arbeiten sind. Kommen wir nun zu potenziellen Content, der nicht offiziell bestätigt wurde, sondern nur aus Leaks besteht oder in den Gamefiles gefunden worden ist. Also Inhalt, an dem zu irgendeinem Moment mal gearbeitet wurde, aber nicht heißt, dass immer noch daran gearbeitet wird und dass dieser auch kommen wird. Durch Datamining wurde in der letzten Zeit nicht viel hinsichtlich zukünftiger Inhalte herausgefunden, nur dass General Grievous auch Voicelines für Ahsoka und für Padme besitzt, was darauf hindeutet, dass diese zwei Helden mal im Gespräch waren oder immer noch sind und man vorsichtshalber beim Aufnehmen von Grievous Stimme schon direkt Konversationen für diese möglichen Helden eingespielt hat. Außerdem wurde ein Skin bzw. die Beschreibung eines Skins gefunden, nämlich der Pyjama-Skin von Count Dooku aus der Clone Wars Serie. Bei den Leaks weiß man natürlich nicht, inwieweit diese stimmen, aber ich beziehe mich dabei nur auf den bekannten Leaker Sam Info, welcher schon in der Vergangenheit einige Inhalte akkurat geleakt hat, zum Beispiel das Ingame-Foto von General Grievous oder neulich die neuen Verstärkungseinheiten. Zur Frage, ob Ahsoka zum Spiel hinzugefügt wird, antwortet er, dass dies ein heiß diskutiertes Thema wäre und auch dazu, dass eigentlich nur Ventress als Schurke mit Doppellichtschwert als Gegenstück in Frage käme.
Zwar ist dieser Leak schon knapp 5 Monate alt, aber geht mit den gefundenen Voicelines von General Grievous einher und auch, dass Ahsoka einer der gefragtesten Helden ist, nachdem jetzt Count Dooku und Anakin erschienen ist bzw. erscheint. Ich persönlich denke, dass Battlefront zumindest dieses Jahr noch supported wird. Nicht nur, weil jetzt wieder Entwickler dazugeholt worden sind und sie sagen, dass sie bereit und engagiert sind, sondern vor allem, dass Staffel 7 von The Clone Wars und Star Wars 9 neue Inhalte bereitstellen und bis jetzt immer neuer Content zu den Kinofilmen gekommen ist. Des Weiteren wird so schnell auch kein neuer Battlefront-Teil mehr entwickelt, weil was kann man damit noch Neues bieten, was nicht schon in Battlefront 2 grundlegend dabei ist? Man hat alle drei Äras, ein Klassensystem, was sich viele gewünscht haben, und neuen Inhalt kann man auch einfach so hinzufügen, ohne dafür ein ganz neues Battlefront-Spiel zu entwickeln. Aber schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr an eine Zukunft von Battlefront 2 glaubt und was ihr euch so an Content wünscht. Bis zum nächsten Mal.